jetzt bin ich fertig. Ich habe hinten den Hühnern noch mal ein bisschen Wasser gegönnt, habe die Apfelsinenpflanzen bewässert. Dann, die sind die auch schon ordentlich am Rumgraben da, damit die Apfelsinen und die Olivenbäume auch ein bisschen Wasser haben. Habe ich noch nicht hochgemacht. Ja, ich hatte letztes Mal in die Kommentare geguckt. Wisst ihr, da hat jemand dazu aufgerufen. Bitte entfolgt ihr. Bitte nehmt euer Abonnement zurück. Ich glaube, also ehrlich, ne? Wie kann man so sein, ne? Ich kann es aber nicht glauben, wie die Menschen so, so schlecht werden können. Nehmt euer Abo zurück, sagt sie. Jetzt ist das hier leider verbummelt. So, jetzt fordert dafür auf, dass ihr eure Abonnements zurücknehmt. Ich glaube es nicht, ne? Wie schlecht kann die Menschheit sein, nicht zu fassen, ja. So, gut. Für uns gibt es jetzt aber Frühstück. Alhamdulillah. Inshallah, ich habe nicht mehr genug Honig. Das heißt, ich muss eigentlich Essigwasser ohne. Das mache ich aber nicht. Das will ich nicht. Ich trinke nur Essigwasser ohne Honig. Nee, da habe ich keinen Durst drauf. So, ich werde jetzt einmal meine Schwarzkümmelöl nehmen. Wasser und Kaffee ist das Wichtigste. Ei bekommen. Klein Mäuschen hat ganz doll versucht und dann ist sie rausgeflogen. Also ich denke, dass sie irgendwo fremd gegangen ist und das Ei irgendwo anders hingelegt hat. Ist wieder rausgeflogen. Ich muss sie wieder reintun. Ja, kein Problem, aber ich bräuchte jetzt mal ein Ei, weil ich habe keinen mehr. Und was soll ich sonst essen? I don't know. Ich habe noch ein bisschen Frischkäse. Ja. Aber auch nicht mehr viel Honig. Also der Frischkäse schmeckt ja nicht. Also irgendwas muss da drauf. Ein bisschen Honig kommt dann noch dran. Ja, aber sonst habe ich leider wirklich gar nichts. Ich muss was einkaufen. Ich muss eine Bestellung aufgeben. Das hilft leider nichts. So, deswegen werden wir mal jetzt hier unser Toastbrot wenigstens einmal reinmachen. Schon mal. Weil Brot habe ich auch nicht mehr. Videos habe ich eben eingestellt und die Shorts. Deswegen sind wir schon mal so weit gediegen. So. Durst habe ich. Das heißt, ich werde mir mal was Kaltes holen. Zwar mega ungesund, auch nicht dann im Magen, aber ein bisschen. Ich habe auch kein Sprudelwasser mehr. Dann würde ich sagen, ich frühstücke einmal. Dann muss ich noch mal Wäsche wieder reinmachen. Das ist ganz dringend. Das muss ich eigentlich schon mal machen. Die habe ich hier schon so zurecht gebummelt. Meine Kopftücher auch alle rein. So.
Hier liegt sie schon parat. So, das werde ich auch einmal waschen. Und hier habe ich noch ein BH, den hatte ich mit den Hunden an. Und das kann eigentlich auch mal waschen. Das riecht bestimmt auch. Und dann das weiße Kopftuch. Was habe ich damit gemacht? Das hatte ich auch einmal an, aber das ist sauber. Okay. Gut, dann wird das einmal alles reinschmeißen. Das auch. Und dann kann das nämlich schon mal waschen. So. Maschine ist zwar nicht voll, aber ich mache nur auf Kurzwaschgang. Ich habe halt keine Kleider genügend, die ich dann anziehen kann. Das ist immer richtig blöd. Aber ich habe noch ein T-Shirt. Das muss auch noch rein. Moment, das mache ich mal eben noch. So, schon mal. Oh ja, und das neue, was ich gekauft habe, das kann auch gleich mit rein. So, also ich habe ja, Moment, schon mal eben Messer. Kann ich das mal eben zeigen, wie das aussieht, was ich da gekauft habe. So. Also, das ist das Oberteil XXL habe ich genommen, damit ich da, größer gab es nicht. Die Arme sind mir immer noch zu eng, weil du kommst da wirklich ganz schlecht rein und raus, wenn du schwitzt und wenn es nass ist, ne? Ja, und wie man sieht, hat man keinen BH mit drin. Das heißt, du musst auch immer ein BH mit drunter ziehen. Mega schädig, aber nicht zu ändern. Dann haben die eine Hose. Die ist allerdings gut, weil die ist schön weit, wie man sieht. So, normalerweise hast du nämlich dann so Leggings mit dran. Und dann war da noch was mit Kopfstück dabei, aber war da nicht noch ein anderes dabei? Hä? Da war noch was anderes dabei. Das ist nämlich jetzt, glaube ich, das Bonnet gewesen. Also ich, meiner hier. Das ist noch das Kopftuch. Das ist aber blöd, weil, glaube ich, weil du den Hals dann aufhast. Aber nicht richtig auf, weil eigentlich ist der Hals ja hier schon ziemlich zu mit dem hier oben, also es geht bestimmt, er hat ja einen hohen Kragen. Aber was ist das? Ich glaube, das ist ein Bonnet. So, das hat jetzt halt 950 gekostet. Ah, okay, hier ist der BH. Guck mal, ein BH haben die mitgeschnubbelt. Das ist doch mal gut. Ja, richtig, weil sonst geht das ja nicht, man sieht das doch. Okay, haben sie ein BH mit, alles zurück. Den kann ich auch sonst gut anziehen. Schön. Okay, danke schön. Sehr nett von euch. Jetzt wird das alles einmal in die Maschine. Also 950 sind ungefähr 369 sind ziemlich genau 30 Euro. So. Ich muss mal ein T-Shirt holen. Ihr habt da jetzt nichts gesehen, ne? Oder? Ja, das ist das Kleid, was halt diesen Ausschnitt hat. Und Bettwäsche wollte ich auch unbedingt waschen. Ne? Das ist einfach, du schwitzt dich hier tot, ehrlich. Du bist eigentlich viel öfter gewaschen, weil ich wasche viel zu wenig. Leider. Strümpfe auch einmal rein. Und Bettwäsche waschen, das ist immer echt mühsam. So. Einmal rein alles. Auf 1000 Umdrehung, 30 Grad, Schnellwaschgang. Let's go. Und dann frühstücke ich jetzt. Ja, Brot ist fertig. Ja, doll ist nicht, ne? Mit Frühstück, Alhamdulillah. Ich muss einkaufen. Ich bestelle gleich mal bei Schock. Allah ist in Wirs. Ich habe eben ein Paket geliefert in dieser Tüte. Und das zeige ich mir eben, was das ist. Moment. Ah, wo ist mein Stativ? Wieder da hinten. Genau. Das ist nämlich so ein um die Brust Dings Gedöns. Moment. Zeige ich euch mal eben. Das ist mal hier schön an mein Fenster wieder. Ja, das ist ein toller, toller Platz. Ich muss nur noch mal so eine Erhöhung haben. Das habe ich leider nicht.
Also, das ist richtig schnell angekommen, haben die aber auch versprochen. Bei Trendyol habe ich das wieder bestellt für knapp 10 Euro. Ist ein bisschen teuer, für deutsche Verhältnisse immer noch relativ günstig, aber ich habe sowas nämlich auch schon mal in Deutschland bestellt für meine GoPro. Ich hatte eine GoPro, die habe ich jetzt meinen Sohn gegeben. Das ist mittlerweile noch mal ein Gen. Und das ist jetzt eine fürs iPhone oder fürs Telefon. Das ist folgendes. Das ist so ein um die Brust mach gedöns Ding. Also das kann man sich quasi so um die Brust machen. Und dann kann ich das Handy hier reinstöpseln. Dann kann ich das, wenn ich unterwegs filme oder wenn ich bei den Hühnern bin oder so, habe ich mir auch gedacht, wäre das vielleicht auch ganz gut. Dann müsst ihr nicht immer irgendwo stehen, sondern ihr könnt einfach hier auf meiner Brust sein. Und den kann ich euch immer mitnehmen. Und das ist insofern ganz schön, weil das auch so einen Halt hat. Ich habe nämlich noch eins bestellt für den Hals. Das kann man sich dann einfach so umbinden. Das ist dann mal ganz praktisch, wenn man keinen Bock hat, so ein Ding umzubinden, weil es ja doch mühsam. Man muss es umschneiden, muss das erfordert Vorbereitung. Und das kannst du einfach so in den Hals machen. Hast es quasi das Handy wie eine Kette. Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht, weil dann schwuppelt das natürlich hin und her. Hat aber den Vorteil, dass ihr, wenn ich draußen filme, direkt an meiner Stimme seid. Weil hier ist vielleicht doch wieder so, dass man mich nicht richtig hört. Ich glaube, es wäre schon ganz gut, wenn es hier ist. Ist aber natürlich auch sehr auffällig. Und ob ich das mache, weiß ich nicht. Aber ich bin dann mal so am Rumprobieren. Das muss ich jetzt tatsächlich mal gucken, wie ich das... Wie macht man das dann auf? Das muss man das dann da so drüber machen? Wahrscheinlich, weil es hat kein Verschluss zum Aufmachen. Mein für die GoPro hatte so einen Klickverschluss, da konnte ich das aufmachen. Ich glaube, das muss ich mir tatsächlich so um den Hals machen. So, denke ich mal. Das finde ich ja jetzt auch immer richtig blöd. Hätte ich jetzt lieber gehabt, dass man das, dass man es, jetzt habe ich einmal einen vergessen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. So ungefähr, ne, den anderen, den habe ich jetzt hier irgendwo verbummelt. So ungefähr würde das dann aussehen. Dann hätte ich euch quasi ganz fest hier und egal, was ich mache, ihr seid da dran. Ich hoffe nur, dass es auch für mein iPhone Pro Max klappt. Guck mal hier, hier ist es abgegangen. Das Problem hatte ich auch, genau, deswegen funktioniert das nicht. Das ist nämlich auch bei dem anderen immer gewesen, dass das hier immer abgeht. Das kann man vielleicht aber dann auch nochmal festkleben oder so, damit es eben nicht abgeht, weil das finde ich schon richtig unsicher für das iPhone. Naja, also das ist das und dann muss ich nur noch mal gucken. Ah, hier kannst du es auch machen, siehst du? Ich bin bescheuert, I'm sorry. Hier kann man das aufmachen. Naja, damit werde ich mich ein bisschen auseinandersetzen und dann sind das nämlich hier, kannst auch die GoPro natürlich drauf machen. Aber ich habe ja die GoPro nicht und will ich auch nicht, weil das geht hier natürlich, also ich mit dieser GoPro komme ich nicht zurecht. Das musst du immer auf deine Cloud laden und bis es auf die Cloud geladen hast, dauert ewig. Und dann muss es von der Cloud wieder auf deinen, entweder auf YouTube hochladen und ich glaube, das ging auch nicht. Ich glaube, es muss erst wieder, es ist ganz kompliziert. Also wenn du ein Kack-Internet hast, kannst du das vergessen. Also hier hat es jedenfalls nicht geklappt. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ne? Dafür sind wir ja dann immer ein bisschen zu bescheuert. Also ich meine... Das muss ja irgendwie gehen. Ne? Leider gibt es da wieder keine Anleitung dafür. Vielleicht ist im Internet eine Anleitung. Jetzt habe ich irgendwas runterfallen lassen. Also das ist für die GoPro, meine ich. Und das. Hä? Was sind die beide dafür? Also wenn das hier, können die das nicht erstmal vor schon mal alles reinmachen. So. Und wie soll der dann da drauf? So vielleicht. Eigentlich muss der dann da so drauf, oder? Hä? Verstehe ich wieder nicht. Aber meine GoPro, aber mein, das müsste auf jeden Fall... Mein Handy müsste da drauf passen, aber wie funktioniert denn das jetzt, bitte schön? Hä? Ich muss mir das mal angucken im Internet. Ja, was habe ich gemacht?
wirklich nicht viel. Und es ist schon wieder 1 Uhr, ne? Geschnitten habe ich bis 2 Uhr. Genau, dann um 3 Uhr, glaube ich, muss ich den ersten Vlog wieder einstellen. Und es ist jetzt 12.53 Uhr. Gleich wird zum Gebet gerufen. Allah ist in Hilfe. Ich habe eine Bestellung bei Migros aufgegeben. Das ist meine erste Bestellung bei Migros. Natürlich werde ich euch brühwarm berichten, wie das vonstatten gegangen ist. Und ich glaube, im Anschluss werde ich mit dem Putzen ein bisschen weitermachen. Ich wollte noch mal oben auf den Küchenschränken wischen. Ich wollte den Boden putzen, das habe ich noch nicht gemacht. Und Fenster habe ich hier noch nicht gemacht. Das würde ich vielleicht auch noch mal machen. Das Wasser ist auch wieder alt, das müssen wir einmal wieder austauschen. Die Schlafzimmer wären einmal dran mit Entstauben, Staubsaugen. Und ja, oben auf dem Balkon sind noch einige Pflanzen, die muss ich noch wegmachen. Ja, so sieht es aus. Runtergehen will ich heute nicht. Zumindest bietet sich das auch nicht an, weil Migros nicht sofort liefert. Die haben wieder ein Zeitfenster gemacht, genau wie A101, nämlich zwischen jetzt und bis 17 Uhr quasi. Das ist immer dumm, weil da musst du zu Hause bleiben. Ich wäre sowieso nicht gegangen heute, weil ich habe gar keine Lust. Aber ja, ist trotzdem blöd. Ich habe, ja, wie gesagt, meine eine Bestellung bekommen. Habe ich auch hingekriegt. Ich habe das zusammengebummelt. Guck mal. War auch ganz einfach eigentlich. Also war gar nichts dabei. Ich musste nur quasi das Ganze zusammenstecken. Ne? Also ich musste diese Rolle da rein und dann das Ding da reinstecken, wie in der GoPro auch. Und das ist das gleiche Prinzip. Das Ganze dann hier festschrauben und dann kommt das in das Ding rein, je nachdem, wie man das dann, wie man das Handy, man kann das Handy so vor einem halten, man kann es natürlich dann auch so machen, dass man, ne, Frontfilm macht oder, ja, je nachdem, so steckst du das ein und, ja, das ist auch ziemlich breit, da kann ich auch mein iPhone reinmachen. Insofern alles gut und dann würde ich gerne hier meinen Drehplatz auch mal so ein bisschen einrichten, dass man vielleicht auch mal hier drehen kann. Und dann will ich mir hier unter so eine Fußbank oder so stellen, weil ich muss ja immer meine Beine hoch machen, wenn ich arbeite. Ja, Allah ist in mir. Ich würde auch unheimlich gerne wieder mit Bücherschreiben anfangen. Ich habe aber meinen Laptop nicht hier. Ich muss unbedingt einen Laptop haben. Aber ich will mir keinen neuen kaufen, weil ich habe einen eigentlich zu Hause, aber da haben wir die ganzen Passwörter vergessen. Also wenn mein Mann kommt, das ist mein Sohn, muss Jimmy das machen. Dem gehört nämlich der Laptop eigentlich. Und mal gucken, ob er den aufkriegt. Ich habe alles vergessen. Ich kann es nicht mehr. Ja, mal gucken, also wie wir das Ganze so machen. Ja, und dann, was können wir noch machen heute? Nicht viel. Also wie gesagt, ich habe nicht viel vor. Ich muss heute den Hühnerstall wieder verschieben. Ich hatte vorhin ja schon gewässert, die Pflanzen, also meine Olivenbäume und die Orangenbäume, dass die ein bisschen Wasser haben. Und das Gras so ein bisschen, nicht viel. Ich habe nur ganz wenig gemacht. Da ist ja auch keiner mehr außer die Hühner. Die haben sich aber gefreut über den Schlamm, der da jetzt entstanden ist an den Pflanzen, haben da gleich drin rumgewühlt. Ja, und es lag immer noch Futter da, also die Großen waren auch weg. Na, hätte ja sein können, dass die Großen die Kleinen nicht fressen lassen, aber das ist nicht der Fall. Natürlich lassen sie die nicht fressen, ja, aber da liegt ganz viel rum und die essen nicht. Also ich mache, glaube ich, viel zu viel Futter, was auch nicht gut ist. Ja, so sieht's aus und Gärtner ist eben weggefahren, keine Ahnung wohin, die haben die ganze Zeit hier gegenüber wieder gewerkelt. Ja, ich habe ein Video habe ich gedreht und wollte jetzt nochmal anfangen, ein Video zu drehen, aber ich habe gesehen, dass ich nicht mehr genug Zeit habe für das Mittagsgebet und deswegen warte ich noch mal eben ab, nehme euch den Gebetsruf wieder auf, der ist am Mittag manchmal länger, manchmal kürzer, ich weiß auch nicht, die machen unterschiedliche Längen in letzter Zeit oder mir kommt das so vor, ich weiß auch nicht. Jetzt sind noch, glaube ich, 4 Minuten oder so. Wäsche habe ich gewaschen, meine ganzen Klamotten, die ich immer tagsüber anziehe. Auf der Suche nach Nachthemden, da wollte ich mich nochmal begeben. Ach so, übrigens, Migros kann ich nicht bar bezahlen. Migros kann ich nur mit Karte bezahlen an der Tür sozusagen. Dann wird da sicher ein Kartenlesegerät haben. Also ich konnte nicht auswählen, dass ich Barzahlung möchte.
Also ich muss an der Tür bezahlen oder im Vorweg, aber vorher wollte ich nicht bezahlen. Ich werde erst mal prüfen, ob das alles da ist, weil ich habe auch teure Sachen bezahlt. Ich habe gekauft, umgerechnet, habe ich 800 Tele auf meine Rechnung. Jetzt ist aber Honig dabei. Migros hat gerade Maden zu ihrem Angebot, also mein Sprudelwasser. Wenn du 12 Flaschen kaufst, musst du nur 8 bezahlen. Das heißt, ich komme im Schnitt pro Flasche auf 17,95 Teller und das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ist immer noch 10 Teller teurer als normales Wasser, nee, sogar noch mehr. Also normales Wasser kostet 5,95 und da sind 1,5 Liter drin, also ohne Sprudel. Ich habe das gekauft jetzt, ne? Also wenn das im Angebot ist, kann ich das doch nochmal machen. Da habe ich 12 Flaschen gekauft und dafür 4 umsonst bekommen. Aber trotzdem teuer. Also 17 Teller, wie gesagt, das sind ungefähr 50 Cent pro Flasche. Ja, und wenn du ohne Sprudel bestellst, 6 Teller, wenn ich richtig mich erinnere. Ja, aber 1,5 Liter, ne? Und das andere hat ja nur 1 Liter. Ja, solange das im Angebot ist, trinke ich das noch. Warum mache ich das? Heute ist richtig windig. Es fliegt hier alles durch die Gegend. Es ist richtig windig, richtig schön. Oh, herrlich. Ich sitze genau im Wind. Ja, und ansonsten habe ich nicht viel zu berichten. Meine Augen sind schon wieder müde vom lauter ins Handy starren. Allein der Einkauf dauert immer eine halbe Stunde mindestens, weil du ja alles erstmal in den Kategorien raussuchen muss, da musst du Sonderangebote checken. Meinen Joghurt hatten die nicht, also hatten sie schon, aber sehr viel teurer als bei 37 Teller kostet der, glaube ich, bei Schock und bei A101 oder so. Und da kostet der 47 oder 57 sogar, also ist teurer. Migros ist sowieso teurer, es sei denn, man hat Angebote. Marmelade habe ich auch für 10 Teller mehr bezahlt, als ich das jetzt hätte hier bei Schock zum Beispiel kaufen können. Auch diese große 1,5 Liter Flasche habe ich mehr bezahlt mit der Jenny Gün heißt das und ist auch eine Marke. Bisschen teurer. Jetzt geht's los.